Joel Beckenbauer, läuten bald die mit Freundin Jessica? Joel Beckenbauer, 22, Sohn von Fußballlegende Franz Beckenbauer, 77, hat allen Grund zum Strahlen, seit mehreren Jahren ist er glücklich mit Freundin Jessica liiert. Vor kurzem feierten die beiden auch auf Instagram mit einem Pärchenfoto ihre Liebe. Joel Beckenbauer genießt sein Liebesglück in vollen Zügen. Das passt mit uns. Jessica strahlt diese Ruhe aus. Stundenlang könnte ich einfach da sitzen und mich neben ihr wohlfühlen, schwärmt er gegenüber Bunte. Und sogar von Hochzeit ist schon die Rede. Wenn wir weiterhin zusammenbleiben, was ich natürlich hoffe, dann wird es darauf hinauslaufen, erklärt der jüngste Sohn von Franz Beckenbauer. Unter Druck setzen will sich das Paar aber nicht. Und auch Jessica ist momentan sehr glücklich mit dem BWL-Studenten. Wir brauchen jetzt keinen Ring am Finger für den Beweis unserer Liebe. Ich find's super, wie es gerade ist, fasst sie zusammen. Yates Agassi, 19, Tochter der Tennislegenden Steffi Graf, 53, und André Agassi, 52, zeigt sich ganz verkuschelt mit ihrem Hund auf Instagram. Kein Wunder, denn der Anlass ist ein besonderer. Die silbergraue Dogge hat Geburtstag. Zu einem liebevollen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story schreibt Yates: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Seelenverwandter, und wünscht ihrem haarigen Freund mit einer weiteren Aufnahme, in der sie ihrem Vierbeiner tief in die Augen schaut, alles Liebe. Manche Wunden heilen nie, aber man lernt, mit ihnen zu leben. Vor 5 Jahren hat Esther Schweins, 52, ihren Lebensgefährten Lorenzo Maiol Quetlas verloren. Er starb im Alter von 53 Jahren an Krebs. Dem Zeitmagazin sagte die Schauspielerin: Tatsächlich war ich nach dem Tod meines Mannes zum ersten Mal in meinem Leben gottlos. Anführungszeichen. Der Mallorquiner und Biobauer ist der Vater ihrer beiden Kinder Mina und Paul. Das Leben geht weiter, es muss, gerade mit Kindern, fasste die Auswanderin die Situation nach dem Schicksalsschlag zusammen. Im Interview mit Bunte spricht Esther Schweins nun erneut über die Trauer um ihren Lebensgefährten. Dass er nicht mehr da ist und die Kinder aufwachsen sieht, das ist ein Schicksal, das wir mit vielen anderen Familien teilen, so der Fernsehstar. Dennoch hat sich die Synchronsprecherin nie unterkriegen lassen. Heute kann ich sagen, dass diese Schwellenerfahrung, die große Trauer, uns aber auch stark gemacht hat und wir es geschafft haben, ein Leben voller Liebe und Freude zu führen. Es war eine große Gnade, dass wir noch Zeit miteinander verbringen konnten, in dem Wissen, dass diese Zeit endet. Anführungszeichen. Estefania Heidemanns, 43, die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen, 68, musste 2018 den Tod ihres geliebten Vaters verkraften. In einem emotionalen Beitrag, den sie auf Instagram mit ihren 22.800 AbonnentInnen auf der Social-Media-Plattform teilt, gedenkt die Tänzerin ihres Vaters. Zu mehreren Fotos, die sie unter anderem als Kind zeigen, schreibt sie: Du hast meine Hand gehalten, als ich klein war, du hast mich gefangen, wenn ich fiel. Du bist der Held meiner Kindheit und auch Jahre später. Die Kindheitserinnerungen kommen bei ihr hoch. Weiter schreibt die Dreifachmutter: Ich werde niemals unseren ersten Schnee in Deutschland vergessen. Es war ein magisches Ereignis und jedes Mal, wenn ich an dich denke, füllt sich mein Herz mit Stolz und Freude. Ich werde dich immer vermissen, Papa, ich weiß, dass du an meiner Seite bist. Viele ihrer FollowerInnen drücken ihr Mitgefühl in Form von warmen Worten und zahlreichen Herzen aus. Kürzlich stand Profifußballer Joshua Kimmich, 27, noch für die Nationalelf bei der Weltmeisterschaft auf dem Platz. Nun hat er wieder viel Zeit für seine Familie. Nur selten gewährt der FC Bayern München Star Einblicke in sein Privatleben. Seinen letzten Schnappschuss abseits des Rasens teilte er vor knapp 10 Monaten auf Instagram. Da zeigte er sich in seiner Freizeit auf dem Rad. Jetzt überrascht er mit einer noch persönlicheren Aufnahme: Der defensive Mittelfeldspieler zeigt sich verliebt mit Ehefrau Lina.
der er dieses Jahr das Ja-Wort gab. Wenige Wochen zuvor freuten sich beide über Baby Nummer 3. Jetzt genießen die Eltern wenige Momente der Zweisamkeit, zwar verschwommen, aber dafür umso glücklicher. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, dieses Sprichwort wird auch Franka Lehfeld, 33, geläufig sein seit ihrer Kindheit, ist die Frau von Bundesfinanzminister Christian Lindner. 43, eine passionierte Reiterin. Ursprünglich wollte die gebürtige Hamburgerin Profireiterin werden. Absolvierte dann aber auf Wunsch ihrer Eltern ein Studium. Ihre Leidenschaft ist geblieben. Und so verbringt Franka Lehfeld ihre Freizeit am liebsten im Stall. Jetzt hat die Journalistin einen ganz besonders süßen Grund, bei ihren Lieblingen zu sein, die 33-Jährige hat ihr eigenes Pferd. Neues Familienmitglied, schreibt sie stolz zu den Aufnahmen, die sie mit ihrem Neuzugang Fritzi zeigen. Wie es dazu kam, schildert Franka Lehfeld auf Instagram, eigentlich war ich für ein Reportertraining in NRW. Aber dann stand da plötzlich Fritzi mit seinen großen Augen. Vor 15 Jahren habe ich mein Pferd verkauft, Abitur. Studium und Berufsleben gingen erstmal vor. Seitdem sage ich immer, eines Tages werde ich wieder reiten, sie erklärt, Fritzi war das Zeichen, irgendwann ist jetzt. Haben Sie die Pro-Minus verpasst? Hier finden Sie die Pro-Minus der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Instagram.com, Bunte, Zeitmagazin.